So, hallo, herzlich willkommen bei Grotenburg TV bei der Neueröffnung unserer Video-Interviews. Heute bei mir Fabio Fabian. Hallo, danke, dass du gekommen bist. Ja, das war heute nicht euer Tag, würde ich sagen. Was sagst du zum Spiel? Ja, ich meine, es ist nicht gut gestartet mit dem frühen Gegentor. Ich glaube, recht früh. Was war es? Siebte Minute. Und, Entschuldigung. Ja, du bist beliebt, merkt man. Nee, ich meine, eine große Umstellung ist der Kunstrasen jetzt nicht. Das ist keine Ausrede, nix. Wir sind schwer reingekommen, aber ich meine, das kann man auch irgendwo verstehen. Nicht sehr eingespieltes Team. Wir haben viele Verletzte, auch alles keine Ausrede für uns eigentlich. Aber okay, kommen dann eigentlich gut zurück, gut aus der Pause. Und drehen dann das Spiel eigentlich noch mit Gegenwind. Und den hat man deutlich gespürt, auf dem Platz auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie es außerhalb war. Und selbst dafür haben wir es eigentlich noch recht gut gemacht. Ja, dann geht mal ein Schuss durch und auch wenn er abgefälscht war, ich weiß gar nicht, abseits nicht ist. Erste Tor war kein Abseits, wir haben nachgeguckt. Okay, ja. Hat Leon Binder wohl irgendwie das Abseits aufgehoben. Ja, selbst das ist ja okay, da passiert und ja, dann kriegen wir das 2-2 und dann, ja, dann am Ende sind wir aber auch nicht mehr wie gegen Höni vollkommen offen hinten aufgegangen und wollten das Spiel sonst gewinnen. Dann nehmen wir halt das 2-2 mit. Ich weiß gar nicht, wie es in Schonnebeck ausgegangen ist. 0-0. Aber wieder nichts falsch gemacht. Alles und beim Alten, ne? Ja, gegen Höni haben wir in der letzten noch das Tor kassiert. Hier haben wir gesagt, okay, 2-2. Natürlich ist das 3-2 wäre schöner gewesen, aber okay. Wie war das bei dem 2-2? Da war leicht unübersichtlich. Man hatte den Eindruck, ihr habt auf den Freistoß gewartet und die anderen auf den Elfmeter, oder? Ich weiß auch nicht. Ich war zwar mitten im Getümmel halb am 16er. Also der Ball wurde noch von unserem abgefälscht. Ich glaube, vom Vince noch abgefälscht. Und ich weiß nicht. Also ich meine, den zweiten Ball haben wir nicht gewonnen und dann... Darauf müssen wir uns konzentrieren, dass wir die zweiten Bälle, vor allen Dingen bei Gegenwind, dass wir den abwehren, vielleicht schon vorher den Raum markieren. Und es ist unglücklich gelaufen, muss nicht sein, ist so, aber ich glaube, das können wir uns heute noch leisten. Okay. Das müssen wir die letzten drei Spiele so noch leisten. Ja, was meinst du? Jetzt haben wir zwei Heimspiele, tüten wir die Sache jetzt noch ein. Schonnebeck muss noch einmal verlieren, vielleicht kriegen wir es schon hin gegen Bocholt, aber es sind zwei schwere Spiele, vor allem gegen Bocholt, denke ich. Ne? Es sind zwei schwere Spiele, aber ich glaube... Ja, wenn es jemand verdient hat, den Aufstieg zu Hause klar zu machen, dann seid ihr das, also ihr Fans hier, die überall mit sind. Also wenn jemand das, wenn es nicht so sein sollte, nimmt es uns nicht böse, dann machen wir es halt später klar. Wir wollen es auf jeden Fall natürlich klar machen und es wäre schön, wenn wir es zu Hause machen, für euch allein schon. Super. Nicht für uns, sondern für euch. Wichtig ist, dass wir überhaupt drauf kommen, dass wir nicht mehr in solche Stadien müssen. Deswegen, wie gesagt, wenn wir es dann doch auswärts klären sollten, dann seid uns nicht böse, aber wir versuchen es zu Hause zu machen. Danke, vielen Dank. Viel Spaß unter der Dusche.